Der Vers ist, Sure 17, Vers 16, und wenn wir eine Stadt vernichten befohlen, befehlen wir denjenigen, die in ihr üppig leben, und jetzt macht er in Klammern, weil das nicht da steht, zu freveln, und wenn sie dann freveln, ja, dann so bewahrheit sich das Wort gegen sie und dann zerstören wir sie vollständig. Aber da steht nicht freveln, sondern die wahre, da die richtige Deutung ist, wenn wir eine Stadt vernichten wollen, welcher Wille ist das? Der Wille Kaunia, inshallah, Allahu alam. Wenn wir die vernichten wollen, dann befehlen wir denen Gutes zu tun und dann freveln sie und dann vernichten wir. Wisst ihr, wer das übersetzt? Max Hennig, der kein Muslim ist. Das heißt, Allah befiehlt denen nicht zu freveln, sondern befiehlt denen Gutes zu tun, dann freveln sie. Das heißt, was haben die Kuffar hier gemacht? Diese hinterhältigen Menschen, die haben eine falsche Übersetzung genommen. Und das kommt auch oft vor, das werden wir jetzt noch öfters sehen. Das heißt, die nehmen eine falsche Übersetzung und sagen, guck mal, Allah befiehlt den Menschen schlecht.